Mojang hat schon einige Male verkackt. Also nachdem wir uns im letzten Video den besten Teil von jedem Update angeschaut haben, gucken wir uns heute den größten Fail von jedem Update an und ranken sie von ein bisschen Lost bis zum Burger Pommes. Damit wir am Ende das schlechteste Feature der Minecraft-Geschichte haben. Übrigens bin ich beim Recherchieren auch auf ein paar merkwürdige alte Features gestoßen. Also es wird eine Menge zu entdecken geben. Die 1.0 Release-Version starten wir direkt mit einem richtigen Banger. Okay, diese TNT-Transition wird langsam alt. Hier kam die Enddimension und das Stronghold dazu. Und seit 13 Jahren müssen wir uns jetzt mit einer furchtbaren Plage rumschlagen, die aus irgendeinem Grund Teil des Ganzen war. Dieses Zischen, diese rattenartigen Bewegungen. Diese Augen. Oh Gott, diese Augen. Der Mob ist so schlimm, dass über ihn ganze Apokalypsenfilme gedreht wurden, okay? Wie lief das eigentlich damals bei Mojang ab? Wir brauchen noch einen Wächter für das Endportal. Wie wär's mit so einem komischen Rattending? Das ist es, Larry, du bist ein Genie. Der Mob sieht halt aus, als kommt er aus einer Phineas und Ferb Erfindung. Und mir fällt keine Situation ein, wo er auch nur ein bisschen was Cooles zu Minecraft beiträgt. Ich war kurz davor, den Silberfischen schon das Burger Pommes Level zu geben. Aber es kommen noch eine Menge Updates und ich will nicht zu voreilig sein, deswegen packen wir das erstmal zu Rot. Die 1.1 dagegen war ein absolut winziges Update. Es hat sich fast gar nichts geändert und das, was dazu kam, war sogar ziemlich gut. Es war nicht leicht, sich etwas auszusuchen, aber das, was mir am Ende am wenigsten gefallen hat, war die Änderung zu den Goldäpfeln. Statt sie mit Goldblöcken zu craften, craftet man sie jetzt mit Nuggets. Und das macht das Item deutlich weniger selten. Ich meine, ein einziges Golderz gibt einem einen ganzen goldenen Apfel. Das ist ja fast wie ein ganzer Döner für 2 Euro. Das Ganze wurde später auch wieder zurückgeändert, aber für kurze Zeit hat das Minecraft komplett zerstört und verdient definitiv den Burger Pommes Level. Ich mache nur Spaß, das kommt natürlich zu grün. Je mehr wir zu neueren Versionen vorangehen, desto größer werden die Updates und es gibt auch deutlich größere Fails. Aber die 1.2 war immer noch winzig und es war schwer überhaupt ein Feature zu finden, das nicht so geil ist. Ich meine, Minecrafts haben jetzt Brücken bekommen. Oh nein. Aber eine kleine Sache ist mir doch aufgefallen. Es ist schon schade, dass Schneegolems jetzt im Nether schmelzen. Es macht schon Sinn, aber in Minecraft muss ja nicht unbedingt alles Sinn machen. Und diese Version ist der Grund, dass wir jetzt nicht mehr unsere Armee zu einer Schneeballschlacht gegen Blazes mitnehmen können. Das Ganze kriegt gelb von mir. Langsam wird es ein bisschen lächerlich, aber versprochen, die 1.3 ist das letzte Mini-Update. Bis jetzt hatten die alle nicht mal Namen. Könnt ihr euch vorstellen, dass heute noch das Wild-Update einfach gar nichts heißt? Keine Ahnung, wir nehmen einfach den Bugfix, dass gedrehte Holzstämme jetzt normale Holzstämme droppen und kein gedrehtes Holzstamm-Item. Das kommt hier am ehesten an ein schlechtes Feature ran. Ist ja bestimmt praktisch beim Bauen oder einfach nur als cooles Special-Item gewesen. Das Ganze kommt zu grün. Das 1.4 Pretty Scary-Update dagegen hatte endlich einen Namen. Und eine Menge krasser Sachen kamen dazu, die bis heute noch eine große Rolle spielen. Aber was mich wirklich an dem Update stört, ist, dass Creeper noch stärker wurden. Wenn sie jetzt auf einen Spieler drauf fallen, fangen sie nämlich schon in der Luft an zu explodieren und gehen direkt hoch, wenn sie landen. Als wäre das nicht schon schwer genug, eine Schlucht zu erkunden. Und jetzt muss man sich auch noch vor regnenden Creepern in Acht nehmen. Musste man zwar auch davor schon, aber jetzt hat man noch weniger Zeit zu reagieren. Der Creeper ist sowieso schon einer der nervigsten Mobs in Minecraft. Er macht nicht den geringsten Sound bis zu diesem Zischen. Und wenn man das hört, weiß man, es ist eh schon zu spät. Und er hinterlässt auch diese hässlichen Löcher, die man meistens nur zur Hälfte oder überhaupt gar nicht zustopft. Am Ende ist die schnellere Explosion zwar nervig, aber nicht wirklich spielverändert, also packe ich das mal zu gelb. Das 1.5 Redstone-Update legt dagegen eine ganze Schippe drauf. Denn unabhängig von den ganzen neuen Redstone-Blöcken wurde hier auch die Lava überarbeitet. Sie hat erstmal eine neue Textur bekommen, so weit, so gut. Sie fließt schneller im Nether, okay, macht Sinn. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Man kann sie ab jetzt in einzelnen Quellen im Netherrack finden. Wisst ihr, wie stressig das Ancient Debris Farm im Nether macht? Damals gab es noch kein Ancient Debris und damit auch keinen Grund, sich durch Netherrack zu graben. Also kam es Mojang wahrscheinlich auch nicht wirklich schlimm vor. Wäre später kein Ancient Debris ins Spiel gekommen, hätten auch bestimmt andere Änderungen eine Chance. Wie das Skelette einen jetzt schon ab 15 Blöcken Entfernung statt 10 abschießt. Das kennen alle, wenn man morgens wieder nach draußen geht und von überall gesniped wird. Oder dass Zombies einen zum Brennen bringen, wenn sie selbst in Flammen stehen. Ein Sonnenaufgang in Minecraft wurde durch dieses Update gefährlicher als ein Tag bei der Feuerwehr. Und lass mich gar nicht erst anfangen von einem Schwert mit Flammenverzauberung. Gegen Zombies schadet das einem so viel mehr als es nützt und verursacht einfach nur Kopfschmerzen. Aber dadurch, dass später das Buddeln durch den Nether zu einem wichtigen Teil vom Spiel wurde, hat dieses ganze Zeug keine Chance. Die Lava-Überraschungen holen sich definitiv die Krone für dieses Update und werden ohne Frage als rot eingestuft. Was man nicht vom 1.6 Pferde-Update behaupten kann, denn das hat, naja, Pferde hinzugefügt. Und auch wenn ihr mir in Real Life irgendwie Angst macht,
machen. Jetzt mal ehrlich, habt ihr eine Ahnung, wie riesig die sind? Waren sie für Minecraft definitiv ein gutes neues Feature. Ansonsten wurden Nametags und ein paar harmlose Blöcke hinzugefügt. Naja, was soll ich sagen? Um wenigstens irgendwas zu nehmen, suche ich mir aus, dass Command-Blöcke nicht mehr in Survival abgebaut werden können. Das hätte bestimmt in manchen Situationen für lustige Trolls auf Servern gesorgt. Aber ich glaube, es ist jedem klar, dass in diesem Update einfach keine richtigen Fails passiert sind. Und das wird natürlich als grün eingestuft. Das 1.7 Update hat dagegen schon deutlich mehr zu bieten. Es kamen viele neue Biome und man kann auf den ersten Blick schon wieder kaum etwas Schlechtes erkennen. Aber dann habe ich im Changelog etwas Merkwürdiges gefunden. Zuerst mal hat das im deutschen Wiki aus irgendeinem Grund gefehlt, also zum Glück habe ich nochmal im Englischen nachgeschaut. Und da stand, die geschlossene Kiste wurde komplett entfernt. Moment mal, es gab geschlossene Kisten? Also habe ich mich noch tiefer gegraben und rausgefunden, dass sie mal ein April-Scherz aus einer Beta-Version waren und in random Chunks gespawnt sind. Damals haben sie auf eine lustige Art einen Fake-Minecraft-Shop beworben, in dem absurde Items verkauft wurden. Das Ganze war aber nur ein Witz. Ähnlich wie die ganzen Memes, die man auf YouTube so finden kann. Nach dem April-Scherz wurde das Pop-Up entfernt und die geschlossene Kiste war nur noch ein unbenutztes Item. Aber das hatte eigentlich so viel Potenzial. Man hätte sich auf Servern so gut trollen können und sogar in einer Singleplayer-Welt könnte man zum Beispiel bis heute immer wieder mal eine geschlossene Kiste generieren, um den Spieler zu verarschen. Auf Dauer wäre das bestimmt nervig und das war ja auch nur eine Idee. Aber das Ganze zu entfernen ist ein bisschen unkreativ und wird als größter Update-Fail der 1.7 von mir mit Gelb bewertet. Die 1.8 brachte erstaunlich viele verschiedene Sachen. Zum Beispiel Ozeanmonumente oder auch, dass Karotten jetzt einen halben Hungerbalken weniger geben, was wirklich nichts miteinander zu tun hat. Es kamen Kaninchen dazu. Bei so viel Zeug müsste man meinen, es wäre leicht etwas zu finden, das schiefgelaufen ist, aber das war eigentlich ein sehr gutes Update. Ich habe mich 30 Minuten lang durch den Changelog gegraben, ohne was zu meckern zu finden. Übrigens ein sehr interessanter Fakt, auf den ich gestoßen bin. Wenn man mit Dorfbewohnern in dieser Version getradet hat, haben sie fast doppelt so viel XP gegeben, wenn sie für die Paarung bereit waren. Warum, weiß ich nicht, aber gut zu wissen, schätze ich. Ab jetzt werden Villager in ihren Boxen nur noch zu zweit gehalten. Als schlechtestes Feature aus diesem Update habe ich mich irgendwann darauf festgelegt, dass man Banner nur noch 16 Mal bearbeiten konnte. Nicht, dass ich ein besonderer Banner-Experte wäre, aber mit endlosen Kombinationen wie früher konnte man echt coole Muster schaffen. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das nicht mehr gehen soll. Wirklich, das Spiel kaputt macht es jetzt nicht, aber es gab nun mal nichts anderes. Ja, das kommt zu grün. Anders als die 1.9-Version, die vor allem für das neue Kampfsystem und für die Elytra bekannt ist. Und auch wenn die beiden größten Änderungen des Updates sehr umstritten waren, fand ich beide extrem gut. Also musste ich mich erneut im Minecraft-Wiki umsehen und bin auf etwas namens super geheime Einstellungen gestoßen. Anscheinend hatte Minecraft damals eingebaute Shader, die man über diesen Knopf im Menü auswählen konnte. Und damit meine ich nicht sowas wie die Shader, die wir heute kennen. Sondern so etwas wie, wenn man im Spectator-Modus in die Perspektive von einem Creeper geht. Und ich dachte schon, die geschlossene Kiste wäre ein krasses, vergessenes Feature gewesen. Es gab sehr viele verschiedene Shader und ich frage mich, warum Mojang die Idee nicht weiterverfolgt hat. Imagine sowas wie Complementary Shaders wäre einfach im normalen Spiel drin. Aber wie gesagt, das Ganze wurde leider komplett entfernt und bekommt deswegen Gelb von mir. Beim 1.10 Update war ich ehrlich gesagt schon wieder ratlos. Es kamen Fossile dazu, mehr Dorfvarianten, Eisbären, was soll daran bitte schlecht sein? Und da habe ich gemerkt, wie viele tolle Updates es im Laufe der Jahre gab und dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, sich nur auf die schlechten Sachen zu konzentrieren. Aber es macht halt einfach Spaß, sich im Changelog auf die Suche nach den kleinsten Details zu machen und alles auszugraben, was nur ein bisschen schief gelaufen ist. Fast wie Navex, wenn er einen neuen Minecraft-YouTuber entdeckt. Auch wenn Mojang im Großen und Ganzen natürlich Spitzenarbeit geleistet hat, das muss man immer im Kopf behalten. Am Ende habe ich mir für dieses Update die einzige Änderung ausgesucht, die man irgendwie nervig finden könnte. Und das war automatisches Springen. Versteh mich nicht falsch, es ist gut, dass sie das hinzugefügt haben. Das kann in manchen Situationen bestimmt hilfreich sein. Aber es war auch standardmäßig immer eingeschaltet. Also jedes Mal, wenn man ein neues Update runtergeladen hat, musste man das wieder aufs Neue in den Einstellungen finden und ausschalten. Aber ganz ehrlich, das kommt natürlich auf grün. Aber nicht jedes Update liest so glatt und die 1.11 hat eines der fragwürdigsten Features der Minecraft-Geschichte eingeführt. Keine Sorge, es ist kein Skibidi-Toilet-Mob, aber es kann sich trotzdem sehen lassen. Zuerst mal wurde das sowieso schon starke Schild komplett OP. Ich meine, schaut euch das einfach mal an. Da kann mir keiner erzählen, dass das balanced ist. Aber ich will sogar auf was anderes hinaus. Hier kamen nämlich die Woodland Mansions dazu und somit auch die Totems. Ganz genau, unendlich Leben in Challenges oder Hardcore-Welt. Damals war das sogar noch ganz in Ordnung, weil Woodland Mansions extrem selten waren und man aus jeder nur ein oder zwei Stück von den vorgenerierten Pillagern bekam. Aber in der 1.14 kamen Raids dazu und man konnte Totem-Farms bauen. Oh, ich glaube, ich habe gerade das Feature für die 1.14 gefunden. Wenn ich es mir recht überlege, wäre es angebracht, hier doch das Schild zu nehmen. Für ein Eisen hat man 100% Immunität gegen alle Mobs. Wo bleibt denn noch die Herausforderung?
Herausforderungen, wo man in Höhlen geht oder die Nacht überleben muss. Das Totem war hier noch extrem selten und eigentlich sogar ein richtig cooles Endgame-Item. Wenn man es schon auf sich nimmt, eine Wounded Mansion zu finden und zu raiden, ist das eine echt gute Belohnung. Das Schild bekommt also gelb von mir. Ein Blick auf die 1.12 hat gereicht, um eine sehr traurige Entwicklung festzustellen. An sich war das ein sehr schönes Update und hat eine Menge bunter Blöcke zum Bauen und Papageien hinzugefügt. Aber leider hat sich das Logo im Hauptmenü verändert. Ihr denkt jetzt, ich scherze vielleicht. Im ersten Moment wirkt das nicht gerade wie ein schwerwiegendes Problem, aber da steckt leider noch viel mehr dahinter. Minecraft hat auf dem PC angefangen, wo jeder Mods erstellen konnte, jeder konnte das Spiel so verändern, wie man es will. Aber seit die Bedrock-Version mit dem Marketplace rauskam, versucht Microsoft den Fokus immer mehr dahin zu lenken. Als nächsten Schritt wurde die Bedrock-Version nämlich einfach nur Minecraft und sie haben die originale Version sozusagen ausgetauscht. Jetzt ist das normale Minecraft die Bedrock-Version, es läuft alles über den Marketplace und ich verstehe das, natürlich wollen die Geld mit ihrem Spiel machen. Da ist ja nichts Falsches dran. Aber trotzdem ist das ein kleines bisschen traurig und es gibt sogar Befürchtungen, dass sie die Java-Version zu einer Nebenversion gemacht haben, um sie später der Bedrock-Version anzuschließen und dann alles über den Marketplace läuft. Aber ich glaube, dann wäre der Hit zu groß und sie geben sich damit zufrieden, wie es gerade ist. Das Ganze muss sich leider zu rot einstufen. Übrigens habt ihr vielleicht gemerkt, dass das letzte Video schon echt lange her ist und das ist einfach schade. In dieser Zeit habe ich zwar ein paar große Projekte fertiggestellt, auf die ich in den nächsten Tagen freuen kann. Aber ich habe das Gefühl, so werden wir nie eine richtige Community aufbauen. Bei solchen Projekten wie Minecraft Fusion Fall oder Minecraft mit Luca gab es nichts Schöneres, als sich alle 2 Tage auf eine neue Folge zu freuen. Also schlage ich vor, wir fangen ab jetzt mit einem Video die Woche an. Spätestens alle 2 Wochen. Und im Laufe der Zeit würde ich mich richtig freuen, daraus 2 oder 3 Videos die Woche zu machen. Also danke für euren krassen Support. Ich freue mich sehr drauf. Bisher haben wir damit 4 Sachen auf Rot, 4 Sachen auf Gelb und 5 Sachen auf Grün. Ein paar davon hätten vielleicht bereits den Burger Pommes Level verdient. Silberfisch. Aber keine Sorge, es kommen noch Sachen, die das alles meilenweit übertreffen werden. Das 1.13 Aquatic Update war aber erstmal so richtig papatastisch. Schildkröten, Delfine, Korallenriffe und Schiffwracks. Was könnte man sich mehr wünschen? Das Update hat dem Ozean so viel Leben eingehaucht. Und jede einzelne Änderung hat perfekt reingepasst. Wären da nicht die Phantome? Ja, Thema Mobvotes. Ich glaube, dazu muss man nicht mehr viel sagen. Wenn ich mich recht erinnere, haben damals irgendwie 20.000 Leute abgestimmt, was in ein Spiel kommt, das 140 Millionen spielt. Klar, Mojang hat daraus gelernt, man kann das jetzt direkt im Launcher machen, das bedeutet, dass mehr Leute abstimmen. Aber der Schaden war bereits angerichtet. Das Phantom ist im Spiel. Und so wie das aktuell eingebaut ist, trägt das genauso wie der Silberfisch einfach nichts Gutes zu Minecraft bei. Es gäbe ein paar Lösungen, wie das Phantom ins End zu verlagern, um die End-Cities zu beschützen. Dann wären sie zumindest nicht mehr so nervig. Also Mojang, ihr wisst, was im End-Update zu tun ist. Aber das ändert nichts daran, dass es dem eigentlich so tollen Update einen negativen Beigeschmack verleiht. Wie kann ein einzelner Mob denn so extrem auf die Nerven gehen? Und ich glaube, mit all dem zusammen haben wir unseren ersten Kandidaten fürs Burger Pommes Level. Wir haben noch einige Updates vor uns, also entscheiden wir am Ende, wer den Sieg nach Hause holt. Aber das Phantom ist definitiv mit im Rennen. Die 1.14 war auch sehr grenzwertig, denn sie brachte das Dorf-Update mit Raids und Pillager. Ich wollte hier eigentlich das Totem nehmen, was man durch Raids jetzt farmen kann. Aber dann ist mir aufgefallen, dass das Update noch ein viel größeres Problem hat. Warte mal, heißt das, Totems kommen jetzt gar nicht in der Liste vor? Irgendwie ist das ungerecht, aber alle Updates, die mit Totems zu tun hatten, hatten nun mal noch größere Fails. Und in dem Fall rede ich natürlich davon, wie extrem lost das Trading-System ist. Fäll ein paar Bäume, um sie an Tag 1 für Diamantrüstung einzutauschen? Kein Problem. Theoretisch kann man sich mit 20 Villagern einschließen und an so gut wie jedes Item im Spiel kommen. Oh genau, das nennt sich Villager Trading Hall und genau das passiert auch. Was echt schade ist, weil man so viel weniger Abenteuer erlebt, um voranzukommen. Natürlich kann man sich jetzt auch persönlich dagegen entscheiden, das auszunutzen. Das macht Minecraft ja gerade aus. Spiel das Spiel, wie du Lust drauf hast. Aber das kann man ja zu jedem Feature sagen. Schlaf doch einfach, dann kommen keine Phantome. Es geht darum, wie Mojang es vorgesehen hat. Und da ist das Traden einfach viel zu stark und verdient definitiv rot. Anders als die 1.15, das Bienen-Update. Es war ein kleines Update. Es kam Honig und Bienen. Hier noch einen Fail reinzukriegen, wäre schon echt eine Leistung. So sind Mini-Updates einfach, wenn man sich an die ersten Versionen zurückerinnert, wo es auch nicht wirklich was gab. Auf irgendwas muss man sich festlegen, also nehme ich einfach mal die Glocke. Die macht jetzt auch Geräusche, wenn man die mit Redstone bepowert, was schon echt nervig auf
Servern werden kann, wenn sie jemand unter der Erde versteckt. Ich glaube, man muss keinem erklären, warum das Ganze zu grün kommt. Aber vielleicht habt ihr ein paar schlimme Erfahrungen auf dem Server gemacht und seht das anders. Ich hatte jedenfalls noch keine schlaflosen Nächte deswegen. Genauso wie beim 1.16 Update. Die komplette Nether-Dimension wurde von Grund auf verändert. Und ganz ehrlich, besser hätte man das nicht machen können. Wenn man so stark in die Wurzeln des Spiels eingreift, gibt es fast immer was zu meckern. Aber Real Talk, das Update hat Minecraft richtig gut getan. Bastionen, Piglins, Netherite, Ruin, Portals, unfassbar geil. Und bei Pickstep fangen selbst meine Kaninchen an zu tanzen. Aber auf der Suche nach dem Fail hat mir der Changelog doch noch einen großen Wunsch erfüllt. Ich kann endlich das Totem reinnehmen. Langsam bin ich echt fassungslos. Was denken die sich da? Alles, was schwierig in Minecraft ist, wird einfach durchs Totem gefixt. Neuer Nether mit mehr Monstern und schwierigerer Weltengenerierung? Da muss man echt aufpassen, nicht in Lava gejietet zu werden. Nope, das Totem regelt das. Jetzt fehlt nur noch ein Void-Totem und dann... Wait, ich habe echt schlimme Befürchtungen für das End-Update. Lass das Totem zumindest, wie es ist. Es wird definitiv Zeit, was mit dem Totem in der Liste aufzunehmen. Und das wird ohne Frage bei Rot eingestuft. Jetzt kommen wir zu einem extrem wichtigen Thema. Nämlich habt ihr bestimmt mitbekommen, dass das Caves and Cliffs Update in ganze 3 Teile aufgeteilt wurde. Und an sich wäre das ja nicht so schlimm, ein großes Update zu splitten. Aber das sollte man machen, bevor man große Ankündigungen macht. Wir haben uns alle richtig darauf gefreut und mussten am Ende dann doch noch ganze 2 Jahre auf den Warden warten, statt nur bis zum nächsten Sommer. Versteht mich nicht falsch, jeder kann mal Fehler machen und sie haben definitiv wieder daraus gelernt. Lieber erstmal weniger zu versprechen und die Community dann positiv zu überraschen, wie bei den neuen Updates. Aber das hat leider einfach den Rest aus der 1.17 in den Schatten gestellt. Und durch die extreme Enttäuschung für die Community haben wir hier, glaube ich, unseren zweiten Kandidaten für das Burger-Pommes-Level. Die 1.18 dagegen ist Mojang extrem gut gelungen. Nachdem sich das ganze Drama um den Update-Split gelegt hat, hat das Update einen wirklich guten Job darin gemacht, die Weltengenerierung anzupassen. Die Berge sehen unfassbar geil aus, die Höhlen sorgen für ganz neue Abenteuer. Und damn, sind die Lush Caves schön. Ich hatte es durchaus schwer, hier etwas zu kritisieren zu finden. Unter anderem, weil sich außer der Weltengenerierung auch kaum was verändert hat. Aber eine kleine Sache, die mir vielleicht nicht so gut gefallen hat, ist die neue Art, wie der Nebel rendert. Davor ist der Nebel kugelförmig generiert. Das heißt, wenn man ganz oben auf einem Berg stand, hat man teilweise den Boden nicht mehr gesehen. Und die Meinungen mögen gemischt sein, aber ich fand, das hatte einfach etwas Abenteuerliches. Viele hat das auch genervt, dass man so wenig gesehen hat, also kann ich schon verstehen, warum sie das geändert haben. Der Nebel generiert jetzt nur noch zylinderförmig um den Spieler herum und nicht mehr über oder unter dem Spieler. Ich hätte mir trotzdem eine Option in den Einstellungen gewünscht, damit man sich eine der Arten aussuchen kann. Das war jetzt keine große Änderung, also kann man sie guten Gewissens bei Grün einordnen. Die 1.19 hat aber leider schon wieder für Drama gesorgt. Alle verstehen, dass es nicht leicht ist, ein Update zu coden. Sowas passiert mal. Der Warden kam ja auch erst jetzt. Aber noch dazu haben es die Glühwürmchen, anders als angekündigt, doch nicht ins Spiel geschafft. Aber dann seid doch ehrlich mit der Community. Sagt doch einfach offen, dass es nicht geklappt hat, die zu coden, dass sie einfach nicht gut aussahen. Zeigt ein paar Beta-Tests. Keiner würde euch das übel nehmen, auch wenn man natürlich ein bisschen enttäuscht wäre. Stattdessen haben wir so ein lächerliches Statement bekommen. Die Community habe wertvolles Feedback gegeben, dass Glühwürmchen für Frösche giftig sind. Und so etwas wollen wir doch auf keinen Fall ins Spiel bringen. Ist das eigentlich euer Ernst? Das ergibt ja nicht mal Sinn. Selbst wenn das jemand wirklich als Feedback gibt, bringt doch trotzdem Glühwürmchen rein, ohne dass Frösche die essen. Stellt euch mal vor, es heißt, eure Schule soll endlich neue Technik bekommen. Der alte Overhead-Projektor hat ausgedient. Und jemand schlägt vor, vielleicht die Kabel an einer anderen Steckdose anzuschließen, damit sie nicht quer durch den Raum gehen. Und dann packen die Elektriker einfach ihr Zeug zusammen und es gibt eben gar keine Technik. Lang lebe der Overhead-Projektor. Genau so hat Mojang hier argumentiert. Statt dieses Feedback zu nehmen, um ihr Konzept anzupassen und zu verbessern, haben sie es einfach ganz entfernt. Was einfach schade ist, das hätte den Sumpf wirklich gut getan. In Minecraft gibt es außerdem viele Sachen, die keinen Sinn ergeben und es muss ja auch nicht alles realistisch sein. Da wird keiner versuchen, einen goldenen Apfel zu essen, nachdem er auf die Fresse geflogen ist, weil er denkt, es gibt einem Regeneration. Und deswegen fängt auch keiner an, seinen Frosch mit Glühwürmchen zu füttern. Es gibt sehr viel bessere Wege, sowas zu regeln. Und deswegen kriegt das Ganze Rot von mir. Bei der 1.20 hat Mojang eine komplett neue Herangehensweise genommen. Sie haben nach und nach immer mehr Features angekündigt, statt das ganze Update direkt am Anfang. Und das Ganze lief schon deutlich besser. Aber eine kleine Sache habe ich ja doch noch gefunden. Ihr habt bestimmt schon mal von dem neuen Chat-Report-System gehört. Und das bedeutet mehr oder weniger, dass Mojang jetzt darüber entscheiden kann, für was ein Spieler gebannt wird und für was nicht. Selbst wenn ihr einen privaten Server mit ein paar Freunden habt und ihr unter euch ausgemacht habt, was alles klar geht. Es hat seit Jahren funktioniert.
das Spiel ihre eigenen Regeln aufstellen und die auch selbstständig auf ihrem Server durchsetzen. Aber hey, ich verstehe das. Es spielen viele junge Leute Minecraft und Mojang möchte ihre Plattform so sicher wie möglich machen. Auch wenn das viele von uns unnötig finden, kann ich das auf keinen Fall höher als Gelb einstufen. Und damit sind wir bei der 1.21 angekommen, der allerletzten Version, bevor wir uns endgültig auf den größten Fail der Minecraft-Geschichte festlegen. Zu dem Zeitpunkt des Videos ist das Update noch nicht vollständig draußen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist unfassbar gut gelungen. Die neuen Wolf-Varianten sind extrem süß, der automatische Crafter wurde sich schon seit Jahren von der Community gewünscht und der neue Dungeon sorgt für ein frisches Abenteuer. Um sich auf ein Feature festzulegen, habe ich einfach genommen, dass Pinguine nicht reingekommen sind. Ich liebe halt einfach Pinguine, so süß und flauschig. Schon klar, so funktioniert die Mob-Vault. Aber es wäre vielleicht ganz schön, wenn ihr nicht mehr entscheidet, welche Mob überhaupt ins Spiel kommt, sondern nur in welcher Reihenfolge die Mobs ins Spiel kommen, sodass sich jeder früher oder später auf seinen Liebling freuen kann. Gehe ich auf meinen Pinguin. Und daher kommt die Verwerfung von Pinguin und Kaba auf Gelb. Und damit stehen wir zusammen vor dieser Liste. Wir haben 7 Features auf Grün, 6 Features auf Gelb, 7 auf Rot und natürlich 2 Sachen auf dem Burger Pommes Level. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was davon als der größte Fail der Minecraft-Geschichte gekrönt wird. Was fandet ihr schlimmer? Für mich war es das Split vom Caves and Cliffs Update, weil das so viele Leute enttäuscht hat. Checkt auch gerne Part 1 über das beste Feature aus jedem Update ab, damit ihr seht, dass ich auch eine Menge an Minecraft zu loben habe. Und wie immer ein riesen Danke fürs Zuschauen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Video zu machen und ich freue mich, euch jetzt deutlich öfter wiederzusehen. Haut rein, Leute. Ciao.